Recht herzlich willkommen zur 165. Folge von Simotrans. Ja, wir haben letztes Mal hier die Post nochmal angeguckt gehabt und diesen Durchgangsverkehr. Ja, irgendwie müssen wir mal schauen, wie das hier überhaupt so aussieht. Was haben wir denn hier so für Liniennetz überhaupt? Da ist zum Beispiel Post lauter. Die Linie ist leer, das bedeutet, die Linie löschen wir mal. Und jetzt müssen wir mal weiter gucken, wie das andere sich noch so verhält. Stadtbus Waldeck Ost, West. Waldeck Bahnhof Rathaus. Wo fährt denn der? Kann ich den mal sehen? Waldeck Bahnhof Rathaus. Ach so, weil da so viele Standard mal da eine Extralinie eingerichtet. Alles klar. Und der fährt auch gerade mit 46 wieder zurück, so wie es aussieht. Lohnt sich das für den? Gucken wir nochmal rein. Noch weitere 9 Personen stehen da. Jetzt ist die Frage, ob Waldeck Nord... Nee, Waldeck West ist es dann. Auch das Rathaus anfährt, ne? Karl Marx... Wurmstraße, Linienstraße... Quecksilber Ahorn. Ne, den haben wir da rausgenommen. Okay, dann ist das, wenn es nicht auf Ost liegt. Ostdeutsches Rathaus. Ne, das liegt auf Ost alles. Ha. Wusste ich jetzt gar nicht. Wie wir stehen da? Achso, die 9 noch. Das ist die Frage, ob du den da fahren lässt oder nicht, ne? Oder Linie ändern oder das Rathaus rausnehmen. Ich würde sagen, wir löschen das da raus. Weil das macht keinen Sinn. So. So, gucken wir mal gerade hier noch ein bisschen an. Hier wird gebaut, aber nichts, was wir jetzt erweitern müssen. Da auch nicht. Gut. Okay. Linie nochmal aufmachen hier. Stadtbus Waldeck hat mal geklärt. Floto Süd. Ja. Da warten 361 Passagiere. Achso, die warten natürlich woanders hin, ist klar. Das war ja jetzt nicht wartend für 5, 7, okay. Floto Nord. 12, 35, 1. Da können wir auch mit leben. Da war er gerade. Sonderhausen Süd. Ist keine. 83 Passagiere warten am Mittelgebirgsrathaus. Okay. Gehen wir doch mal da gerade hin, ne? Da liegt gerade Schnee. Da warten natürlich schon eine Ecke mehr, ne? Er ist gerade unterwegs von wo nach wo. Aha, er fährt gerade das Rathaus an, oder was? Und hat 68 geladen. Und tauscht die einfach aus. Und das sind dann noch 17, die da jetzt wieder stehen. Okay. Ja, da sind aber schon wieder 24. Die wachsen immer mehr. 26, das geht recht flott da, ne? Sind jetzt schon 31. 32, ja. 68 gehen in den Bus rein, ne? Und der fährt ja erst noch die anderen Stationen an. Muss man... Ah, shit, das wollte ich nicht. Muss man mal beobachten, ne? Ich mach nochmal hier hin. Sind schon 44, ne? So. 17, 8 und 1. Die 283 sind jetzt nicht so entscheidend. Einer, 9, 22, 10. Einer, okay. Riedenburg Ost, keiner, 6, keiner. Fährt aber plus, also schwarze Linie. Krass, oder? West. Oh, Lilienthalstraße, wo wollen die denn alle hin? Adolf Zell, Ostdeutsches Rathaus.
Ach so, das ist. Ja. Das ist natürlich krass, ne? Die anderen wollen über Döbeln Waldweg. Der Überlandbus, hatten wir den hier schon gemacht? Den hatte der Michael schon mal angesprochen, ne, oder? Aber Döbeln fährt ja definitiv über Dingens, wird das ja angefahren, ne? Über Zug. Siebenhundertfünfundachtzig über Döbeln. Der ist doch jetzt voll, will ich hoffen, ne? Ja. Ist die Frage, ob da noch ein Zug was draufbringt auf der Linie, ne? Gucken wir hier gerade weiter. Hier sind schon 71 an der Haltestelle am Warten. Ja, ich glaube. Kann das sein, dass wir hier zu viele Haltestellen auf der Linie haben? Das ist eine. Ne, da muss ich nicht anklicken. Eine, zwei. Das war A, B, C, C, D, E und F. Bis F war richtig. Und das Rathaus hier, wo ist denn das? Das waren da auch so 2000, ne? Boah, krass. Details, welche Linien halten denn hier an? Linie Radolfzell Ost. Okay. Da müssen wir wohl temporär mal gerade was lösen, oder? Kann das sein? Mach das nochmal zu, oder? Ne, hier sind ja Passagiere auf der Lienthalstraße. Da schmeißen wir jetzt mal gerade noch einen Bus drauf. Machen wir eine neue Linie, die von der Lienthalstraße zum Rathaus führt. Fertig. Adolf Zell. Rathaus nennen wir das. Bahnhof. So. Schuss. Dann wollten wir vielleicht. Ah, warte mal, das machen wir noch mal anders. Da schreiben wir noch mal Stadtbus davor, weil das ist ja auch ein Stadtbus. So, dann sitzt der da besser. Und jetzt müssen wir noch mal die Linie angucken, wo er drauf ist. Der. Hier ist es. Das ist also auf Ost. So, das bedeutet, wir machen jetzt hier. Lassen wir fahren und wir machen auf dem anderen noch einen Bus drauf. Der kommt dann auf Radolfzell. Stadtbus Radolfzell, Rathaus Bahnhof. Und starten wir mal. Da kommt er und den nehmen wir kurz mit. Wahrscheinlich ist er dann nur in einer Richtung voll, ne? Stopp mal, mach mal so bitte. Fahr jetzt nicht gerade zum Bahnhof, ne? Wäre ungünstig. Nimm mal erst die Leute mit. So, der hat ja einiges zu fahren. 46 jetzt. Und bringt die jetzt da weg. Interessiere mich jetzt nur dafür, wie viel er zurückfährt. Aber das können wir ja auch hier sehen, wenn, ne? Oh, da stehen 1000, die dahin wollen. Respekt. Ja, dann läuft das auf der Linie auf jeden Fall. Lassen wir so laufen. Gucken wir da nochmal hier rein. Radolfzell Ost, Rathaus hatten wir gerade. Lauter West. So, das sind lauter 14, einer, 46,
18 und 22. Okay, und das 67 ist ja jetzt die Hauptumschlagsplatz sozusagen. Lauter Ost. Warte mal. Also hier ist der Kindergarten, der Umschlagsplatz, genau. Lauter Mittelgebirgsrathaus 97. 34, 90. Also hier sieht das so aus, als ob da verdammt viele Passagiere sind, ne? Aber da will ich jetzt keinen einzelnen rausnehmen, aber der fährt auch bloß, ne? Das ist die Frage, ob da noch ein zweiter sich drauf gut machen würde, ne? Michael würde ja sagen, nein. Nur einen, sonst richtet er eine neue Linie ein. Was macht er hier eigentlich an Personen? 51, okay. Was war das jetzt? Jetzt habe ich natürlich was anderes verschoben gerade. Nee, das war rechte Maustaste gedrückt halten. Guck mal, hier oben ist auch schon wieder ausgebaut. Oder muss ausgebaut werden. Ich mach's. Ich setz da noch einen drauf. Das war jetzt Lauter Ost. Da. Da hat er den nicht genommen. Aber er hat ihn sich vorgemerkt. Und starten wir. Hat man lauter Post, dass da kein Postwagen drauf ist? Ja, hatten wir. So, dann haben wir hier noch Hardexen. Da ist der Baustoffhandel, das passt aber alles. Döbeln West haben wir hier. 8, 5, 31, das ist auch alles okay. Döbeln Ost. 2, 3, 58, das können wir auch so lassen. Stadtbus Altenau, da haben wir noch nichts gemacht, ne? Wie sieht denn das da aus? Achso, das ist hier so klein, dass das noch nicht zwei Linien bedarf. Haben wir gesagt, aber wir brauchen da oben schon wieder neuen. Die haben dann doch etwas sich vergrößert da, ne? Da sollten wir dann noch eine Bushaltestelle zuschlagen. Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir das gerade. Den mit dem machen wir dahin. Dann ist das ja alles schön abgedeckt, reicht. Und eine Postkiste kriegen wir da auch noch hin. Die machen wir direkt daneben, oder? Könnte aber auch dahin machen. Ja, komm, machen wir dahin. Da ist zwar alles über Eck, aber brauchen wir jetzt nicht wirklich. So, und jetzt müssen wir die Linie aber anpassen. So, Weiherstraße ist angesagt. Dann machen wir das jetzt hinzufügen, die Weiherstraße. Und dann nochmal dahin fahren. Und dann ist gut. Der Postwagen fährt dann da auch hin. Dann haben wir das sogar noch ausgebaut. Jo. Altenau. Süd. Okay. Nee, Adenau, nicht Altenau. Ja, ich sehe schon hier, die Städte wachsen, weil wir jetzt die Linien umgebaut haben, ne? Das ist ja richtig cool dann. Da müssen wir aber in der nächsten Folge was machen. Das wird jetzt für diese Folge dann doch zu lang. Gucken gerade nochmal hier so ein bisschen durch. Okay, den hatten wir ja gerade, Nord. Touristische Ziele.
Fährt auf jeden Fall schwarze Zahlen ein. Da ist alles prima. Post Waldeck Floto. Achso, der fährt von da nach da nur. Passt schon. 5-4 Säcke Post, super, oder? Fährt aber noch plus ein. Wieso fährt denn der plus ein? Wenn er jetzt gleich so viele kriegt, oder was da? Könnte natürlich auch sein, ne? Wie packt er denn da rein? Oh, 32, okay. Alles gut dann. Post. Ach, guck mal hier, da passt was nicht. Altenau, Hardexen. Baustoffhandel, Betriebshof, wo ist denn der? Da, okay, das wäre die Post von da nach da zu bringen. Warum wird das nicht gemacht mehr? Gute Frage, ne? Warum ist diese Linie eingestellt worden? Es gibt hier keinen Postzug, oder? Ach, ich glaube, es gibt aber ein Dingens hier. Wie heißt es? Eine Tram, die Post fährt. Genau so ist es deswegen. Gut, dann kann der aber auch weg. Der weg. Und die Linie kann dann auch gelöscht werden. Dann ist das auch durch. Post Lauter Sonderhausen. Wo ist das? Ach so, das ist da in Floto. Fährt zum Rosenweg. Kindergarten Sonderhausen, Hirschweg. Die da so richtig fahren, die Postleute, das weiß ich auch noch nicht. Der Hopfen, der läuft. Der steht da hinten und wartet, bis dann irgendwann die Klosterbrauerei wieder was haben möchte. Die warten auch. Ja. Ich glaube, wir kümmern uns ums Getreide, beziehungsweise um die Waren dann bei den anderen Folgen. Erstmal machen wir jetzt hier Bushaltestellenabdeckung, denke ich mal. Also hier ist ja schon schön zugebaut worden. Stört aber noch nicht, weil es immer noch alles abgedeckt ist. Okay. Hier ist schon okay. Lass uns mal gerade die ganzen Städte durchgucken, gerade einmal. Gut, Döbeln. Schön gewachsen hier, ne? Ist aber noch alles abgedeckt. Dann machen wir hier Lauter. Da ist alles gut, außer hier oben. Da können wir noch was bauen. Sonderhausen. Ist wohl abgedeckt. Floto wächst dann mit Dingens immer mehr zusammen wahrscheinlich. Ne, oder? Nö, geht eigentlich noch. Waldeck ist ja hier. Waldeck wächst richtig schön groß. Da ist aber auch noch nichts. Haben wir Adolf Zell. Hatten wir schon gerade eben, meine ich. Dann haben wir hier oben noch Hardexen. Da tut sich nichts. Die bauen im Endeffekt in die Höhe wahrscheinlich. Die Gebäude werden größer. Ja, und hier haben wir schon gemacht. Ne? Also da müssen wir nächstes Mal nochmal kurz gucken, welche Städte wir noch erweitern müssen. Hier war noch was. Ne? Ja, hier unten ist noch was. Da muss ja wohl noch eine Bushaltestelle hin. Machen wir aber in der nächsten Folge. Ich würde dann erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr ein Abo habt und gebt mir einen Daumen hoch, wenn die Folge okay war. Und natürlich macht die Glocke an, damit ihr euch die nächste Folge auch nicht verpasst. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.